Ja, das dritte Quartal war erneut ein sehr herausforderndes Quartal. Wir hatten im Wesentlichen drei starke Einflussfaktoren. Zum einen hatten wir erneute Handelsstreitigkeiten, die in einer Eskalationsstufe endeten, dann später sich aber wieder etwas normalisierten. Wir hatten eine ganze Menge an politischen Nachrichten auf der zweiten Seite, wobei auch hier ein paar positive Nachrichten. So hat sich zum Beispiel am Ende eine italienische pro-europäische Regierung gebildet, was sicherlich positiv war. Und das dritte Ereignis, das wichtigste im Grunde, die Zentralbank, sage ich mal, Vorkommnisse, wo wir einmal die Zinssenkung der US-Notenbank hatten mit 25 Basispunkten, was die Märkte definitiv nachhaltig unterstützt hat. Und natürlich auch die Europäische Zentralbank, die ihre Zinsen auf minus 0,5 abgesenkt hat und ein neues Anleihenkaufprogramm in Aussicht gestellt hat. Alles in allem dementsprechend auch zum Ende hin des dritten Quartals ein durchaus positives Quartal. Wir haben eine ganze Menge Herausforderungen. Der Endspurt des Jahres im vierten Quartal wird dafür sorgen, dass wir wieder eine ganze Menge an politischen Nachrichten haben werden. Da stehen gewisse Handelsdiskussionen wiederum an. Es stehen auch gewisse politische Entscheidungen im Raume, die gefällt werden müssen. Aber auch die Zentralbanken werden erneut kommen. Hoffentlich gibt uns dann auch die Europäische Zentralbank die Details für das Anleihenkaufprogramm Richtung Dezember. Wir erwarten eine weitere Zinssenkung seitens der US-Notenbank Richtung Dezember. Darüber hinaus haben wir natürlich auch die Gewinn- und Berichtssaison der Unternehmen, denken aber, dass das recht vernünftige Berichtssaisonszahlen werden, aber müssen mal abwarten, es bleibt eine ganze Menge an offenen Punkten, die auch für das Jahresende hin eine ganze Menge Spannung bedeuten und nach wie vor eine ganze Menge an Volatilität mit sich bringen werden. Ja, wie sind wir weiterhin positioniert? Wir sind weiterhin auch für das Ende des Jahres hin moderat risikoorientiert aufgestellt. Da kommt man an Aktien zum einen nicht vorbei, zum anderen muss man natürlich aber auch genau schauen, wie positioniert man sich im Anleihenbereich. Wir haben mittlerweile das Phänomen, dass über ein Drittel der Anleihen am globalen Anleihenmarkt eine negative Rendite mit sich bringen. Das macht es natürlich sehr schwer zum Investieren und bedeutet auch für uns, dass wir sehr viel begonnen haben, hier und da zu adjustieren, haben beispielsweise Gewinne in Peripherieanleihen mitgenommen, weil die Renditen ins Negative gerutscht sind, haben Gewinne auf gewisse Nachranganleihen auch mal mitgenommen, weil auch hier schon eine sehr, sehr starke Performance zu sehen war. Heißt aber nicht, dass wir uns gänzlich in diesem Bereich verabschieden. Es gibt nach wie vor spannende Nachranganleihen im Markt. Es gibt auch nach wie vor spannende Segmente im Anleihenbereich wie US-Staatsanleihen, wo man sicherlich weiter investiert sein sollte. Und es ist im Grunde sehr wichtig, im Bondbereich sich weiterhin gut diversifiziert aufzustellen, gewisse Fremdwährungen auch mit ins Portfolio einzubeziehen, damit man eben gerade in so einem herausfordernden Anleihenmarkt auch die richtigen Positionen behält und weiterführt.